Jo, Tacho, ich bin hier noch neben den Trikern, ist noch ein toller Stand, interessanterweise. Wer bist du? Mein Name ist Andreas Steindl. Wir haben eine Spezialfirma für Restaurationen von Oldtimern. Wir bauen Spezialwerkzeuge für diese Leute und haben eigentlich seit über 40 Jahren viel Erfolg damit. Du bist ja auch schon eine Stange älter. Ja, Richtung 70 jetzt so langsam. Man wird etwas älter im Laufe der Jahre, ne? Aber man sieht nur so aus. Wie man ist. Nee. Weil dieser Kontakt mit den jungen Leuten auf den Messen toll ist. Ja, ich bilde ja hier, ich bilde hier einen riesen Stand, der ist ungefähr 1500 Quadratmeter groß. Und da geben wir praktisch jetzt diesen Trike-Fahrern, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, und den jungen Leuten, die tolle Autos bauen, für sich selber privat, eine schöne Plattform, das nach außen hin auch mal zu zeigen. Das heißt auch die Autos hier, Pottstange, das ist alles von dir? Alles private Leute. Echt? Ja. Hören wir einmal so rüber. Das ist ja faszinierend. Da gehen wir gleich nochmal hin. Ja, gerne. Wie lange machst du das jetzt schon? Also meine Firma besteht jetzt 42 Jahre und den Autobereich machen wir die letzten 30 Jahre. Wow. Du bist also rein in den Autobereich. Ja, und du bist auch schon so lange auf der Messe hier. Ja, ja. Ich gehöre hier zum Alteisen. Du könntest eigentlich hier bleiben, ne? Ja. Wir sind wie eine Riesenfamilie. Die Messeleitung, beide Seiten, die SIA, das ist ja praktisch der Oldtimer-Bereich. Und die Essener Messe, wir sind wie ein Team mittlerweile geworden. Cool. Ich mache diesen Showstand in Verbindung natürlich mit der SIA, mit diesem Oldtimer-Veranstalter, weil das kann man sonst nicht finanzieren. Ich gebe viel Geld dafür aus, aber wir kriegen natürlich die schöne Grundlage, überhaupt einen Stand in der Beziehung so zu machen. Ja. Wir haben hier unser Rennteam, die Firma Bacher ist dabei, und dieses Jahr haben wir die Show mit unserem Murat. Und das war, glaube ich, der richtige Griff. Unser Stand ist von morgens bis abends voll. Ja, das jetzt, wenn die Halle leer geile, ist. Geile, ja. Also, ich hätte das auch nicht gedacht, weil er mit unserem System ja auch nichts zu tun hat eigentlich. Ja, ne? Aber er ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt. Und ich habe gesagt, weißt du was, komm, ich gebe dir die Chance. Ja. Zeig, was du kannst. Und das hat er wirklich gut gemacht. Also, er spielt den Bane da oben auf dem... Ja, genau. Und er baut diese Autos. Ach, er baut die sogar? Er macht die selber. Und diese Fahrzeuge sogar... sind hierher gefahren auf eigene Achse, bis auf die losen Teile auf dem Fahrzeug. Die dann nachträglich nochmal aufgebaut sind alle werden. TÜV zugelassen. Echt? Wow. Es sieht natürlich alles aus wie Stahl, ist aber Gummi. Ich glaube, das können wir vielleicht gleich mal zeigen. Ja, auf jeden ist total Fall. Total lustig. Ne? Und ich habe gesagt, durch ihn haben wir natürlich einen riesen Hype über Instagram und solche Sachen, wobei ich ganz ehrlich bin, in meinem Alter macht man das nicht. Ich habe dann meine Tochter, die das macht oder anfängt und sagt, Papa, du musst Instagram haben für deine Firma. Wenn wir die weiterführen, müssen wir das forcieren. Ja, und das ist ja recht. Sehr schön, dass ich dich kennengelernt habe heute durch diese Triker. Und ich hoffe, dass wir das mit dem Verein gut hinkriegen und den Namen vor allen Dingen für unseren kleinen Teddybär da kriegen. Ne? Ja, ich habe ja schon Namen gesagt. Tricky. Tricky ist ja zweideutig. Hört auch gut aus. Ja, super. Ja. Also Steine, Präzisionswerkzeuge, wo kann man euch finden? Wir sind im Internet, wir sind ein Herstellungsbetrieb und wir machen Messeausstellungen. Man kann uns aber auch ganz normal kontaktieren. Wir sitzen hier in Essen. In Essen. Guck mal. Ich bin Ruhrpottologe, heißt, ich müsste mal bei euch. Reiner Ruhrpott, müsste man eigentlich mal zu uns kommen und gucken. Ja, komm, aber man sieht gucken. Halt außer Büro, sieht man nicht sehr viel. Ne? Wie, ist da keiner am Schleifen und am Feilen? Nein. Wir machen die Arbeiten direkt nicht, wir bauen nur die Werkzeuge dafür. Wir lösen Probleme. Und die Werkzeuge? Man muss sich vorstellen, man hat ein 50 Jahre altes Auto, da kommt jemand und sagt, ich mache den Motor alles auf neu. Ja. Und dann ist der Wagen nicht mehr alt. Er sieht auch nicht alt aus. Nee. Weil ein 50 Jahre alter Motor muss aussehen, als wenn er 50 Jahre alt ist. Stimmt. Bei uns soll der so aussehen, als wenn der vor 50 Jahren neu gemacht ist und so lange steht mit der Patina. Und solche Sachen können wir machen. Ah, das ist ja faszinierend. Ja. Und wir machen alle Bereiche, was Oldtimer ist, und dafür baue ich spezielle Schleifproblemlösungen. Ja. Also wir sind keine Autopolierer, sag ich mal. Ne? Nee, aber ich verstehe schon. Wenn du jetzt einmal umdrehst und schaust auf den Motor von der anderen den Seite. Ja, den habe ich gerade schon mal so gefilmt. Das ist ein Kunde von mir, der junger Mann. Drehen hier, so, zack. Und der tut genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Das ist jetzt für den Tuning-Bereich gedacht. Ja. Ne? Und natürlich, wir als alte Trike-Fahrer, alles, was poliert ist, müssen wir reparieren können. Ne? Ja, das ist schon toll. Und du hast jetzt selbst auch einen Trike? Ja, ich habe mir das vor 2 Jahren gekauft. Ich hoffe mal, in der Rente mehr Zeit bekommt. Und ich bin total, total zufrieden. Also, das ist schon ein cooles Teil. Komm, bitte gerne.
Das ist ja jetzt im Gegensatz zu den Boom-Trikes mal ein bisschen was Rasantes. Das ist eine andere Marke. Ja, ich komme eigentlich so ein bisschen aus dem Rennbereich. Und wie viel PS hat der hier? Der hat im Normalfall 140 PS. Aha, also ein bisschen mehr als die Boom haben. Hat eine riesen Beschleunigung, ja, die Hinterachsen, das ist alles ein bisschen anders. Der ist also mehr auf diese rasante, sportliche Art gebaut. Ja. Haben die einen eigenen Motor oder haben die auch so Peugeot oder sowas drin? Nein, die haben einen Ford Ecotec Motor drin, 1600 Kubik. Aha. Und der Standardmotor hat dann 140 PS und der liegt bei knapp 170 jetzt. Nicht schlecht. Hast du auch einen Totenkopf hier drauf, wie die anderen? Ja. Ich bin noch nicht ganz so schlimm wie die anderen, weil man ist ja was älter. Die Polizei, die schaut dann immer da drauf. Echt? Und das sieht ja brav aus. Wenn du das richtig ja, siehst, stimmt. Das sieht edel und brav aus, ja. Dann halten die mich nicht so schnell an. Ich bin schon ein Raser ab und zu mal. Ne? Ach so, ja, ja. Einer von den Rasern. Wir machen keine Rennen, aber, aber du es hast muss hier, schon Dampf haben. Das sind schon Reifen, die du benutzt hast, oder wie? Nein, das sind die Reifen hier, die wir für einen guten Zweck verkaufen, für die von der Firma Bacher. Aha. Aber die Breite passt schon. Die Breite passt, aber sind die schon benutzt? Ja, oder ja. Sind die niedergefahren. Die kommen aus der Nesca-Szene. Ach, das sind die Nesca-Reifen ja. sozusagen. Ey, so sehen die aus, wenn die durch sind. Ja. Ey, ist ja Hammer. Unser Philipp, der ist drüben am Stand. Der ist ein ganz junger Mann. Ja. Und der fährt jetzt schon seit einigen Jahren auch in Holland, in Venray, auf einer guten Klasse. Ja. Und es hat mich gefreut, dass die sich bereit erklärt haben, auch hier zu mir zu kommen. Ja. Ich habe die gerne eingeladen und das machen wir schon seit Jahren. Ey, eine coole Sache. Könnt ihr mal einmal hier so rumgucken? Ja, das ist die Firma Bacher dann dort. Ja. Ja. Und dann gehen wir mal da so rüber, ne? Ja. Machen wir mal einen kleinen Schwenk? Ja, gerne. Gerne. Und ich komme auf jeden Fall auch noch mal zu euch in die Firma nächstes Jahr. Ja. Wir sind ja jetzt im Dezember. Oh, Potstangs. Ich habe erst Potstange gelesen, aber das ist ja ein S am Ende. Ja, ja. Das ist eine junge Frau, der gehört der Wagen. Ihr Mann hatte praktisch diese Viper jetzt hier. Ja. Das sind aber auch schon heiße Eisen, ne? Aber die sind auch für die Straße geeignet, oder? Ja, das ist reine Straßenfahrzeuge. Er hat mich über Instagram kontaktiert, ob er sein Auto bei mir ausstellen darf, ein junger Mann. Ja. Der hat jetzt 1052 PS. Aha. Und das ist schon der Hammer. Boah, Shelby. Ja. Ein Ford Shelby kenne ich ja gar nicht. Ist aber auch ein Mustang geeignet. Ist ein Mustang, ja. Das sieht schon toll aus. Werde mal ein bisschen leiser. Meine Lieblingsfarbe. Ja. Wir nehmen hier auf fürs Fernsehen. War schon nicht schlecht. Hat er da auch einen Drachen drin, wa? Wie bitte? Hat er da einen Drachen drin? Ein ja, diese Geschichte, wenn man übers Dach sieht, sieht man, dass, da ist jetzt praktisch die Schlange drauf. Schlange. Das ist mit Absicht gemacht, auch in der Seite. Ja. Das ist, jeder Einzelne hat seinen eigenen Geschmack, glaube ich. Das macht ihr dann auch, solche Zeichen? Nein. Oder? Ach so. Nein. Wir sind praktisch nur für die Motoren, für das Polieren von Metallen zuständig. Ne? Okay. Wir bauen Motorspanntechniken, Spezialschraubstöcke und ich glaube, da sind wir jetzt seit über 40 Jahren weltbekannt geworden mit. Ja. Und früher gab es das unter dem Namen Zillis, da kennt die Oma noch den Zwiebelhacker. Ach so, und das ist praktisch, auch gemacht. Das ist das, was mein den Vater gemacht hat. Den habe ich auch noch Den hat mein Vater gemacht. Na, ehrlich? Ja. Den Zwiebelhacker? Da haben wir ganz Vater Europa gemacht? Bestückt vor Jahren. Ach. Das war so die erste Einnahmequelle und dann sind wir auf Metall umgestiegen mit dem ersten Schraubstock. Und dann habe ich das vergrößert vor über 30 Jahren und dann das Schleifmittel vor 40 Jahren konstruiert und da sind wir alleine. Wir können also jede beliebige Form schleifen, selbst ein Vergaser, zack, mal eben so. Ohne Fingerarbeit. Bin erstaunt, ehrlich. Was man hier so erfährt auf dem Motorschau. Ja, da ist ein junger Mann hier, der hilft mir jetzt schon seit im fünften Jahr. Ja. Und der ist wirklich, wirklich schönes Auto auch, ne? Absolut, ja. Das ist von seinem Vater, der fährt auf dem Nürburgring Rennen. Das ist der Rennfahrer. Fährt er damit? Reinholdsmann, über Wir haben in Essen eine große Fleischerei und ach so. Bestücken uns natürlich auch immer für Leib und Seele. Ne? Ah, dann hat man gleich Catering mit bei, wa? Ja. Er ist echt schick. Hier ist ein Holländer dabei. Ja, und die Leute kommen von überall her. Wir haben Leute, die bringen uns aus dem Ausland Autos. Aha. Privatleute. Das ist also, ich bin wirklich jedes Mal beeindruckt. Ne? Ja. Aber der ist schon älteren Modell hier. Ja. Aber ist auch ein Auto, was über den Nürburgring fährt. Ne? Wahnsinn. Aber im Privatbereich wahrscheinlich. Ja. Ach schön, echt toll. Ja, wir sind. Das ist alles eure Fläche hier. Ja, also bis praktisch zum nächsten Stand und.
Da haben wir jemanden, die kommen aus England, machen diese speziellen Drucke. Einer meiner Lieblingsleute ist praktisch das jetzt hier. Ein junger Mann, der schon böse Unfälle hinter sich gehabt und baut diese Fahrzeuge wirklich selber auf. Wow. Und da kann man in die Motorhaube gucken, da gibt es keinen Dreckfleck. Ne? So. Nee, du. Also, ich wollte schon. So. Ja, ich könnte ja verwechseln jetzt hier, oder? Ja, ja, fast. Ja, ja. Ja, und das ist unser Murat, der hat eine tolle Schau hier auf die Beine gestellt. Ich dachte, der springt nur von Auto zu Auto, aber der hat ja Ripleys mitgebracht, wenn man so guckt. Ne? Und jedes Detail an dem Auto ist handgemacht aus Schaumstoff teilweise eben. Ne? Wahnsinn. Der ist auch richtig rau, ne? Das ist witzig. Das muss so laut, steht drauf. Und der macht die Aufkleber und dann flammt der die an. Also das sieht aus, als wenn die da reingewachsen sind. Ne? Ja, die kann man ja auch wirklich für Filme benutzen, ne? Ja, ja. Theoretisch. Ja, der ist wirklich topfit. Jetzt weiß ich gar nicht, wo er ist. Da ein Maschinengewehr. Kleine Jungs. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, wir können ruhig da durchgehen. Nee, mal, ich. Achso, das geht ja heute leicht. Ich habe ja nicht so ein Riesenobjektiv. Ich habe vorhin aber auch aufgenommen, nicht mit dem Objektiv ganz nah ranholen. Ich wollte einfach die Halle dann so zeigen. Ja. Aber der ist ja auch lustig hier, der mit der Sonne. Ja, ja. Und da hat er sein Maschinengewehr, das schießt auch richtig und dann qualmt es. Der ist leider jetzt gerade nicht da. Dann das passiert, wenn man raucht, ne? Der qualmt richtig und dann. Echt? Ja, ja. Und glühende Augen, ne? Nicht schlecht. Und der Mini ist eigentlich sein berühmtestes Fahrzeug. Ja. Und du wirst lachen, das Auto ist über den TÜV zugelassen. Ehrlich? Die nehmen nur den Auspuff an der Seite ab und ansonsten bleibt das so. So sind die auf der Valley hierher gefahren. Ne? Ach. Über die Autobahn, ja. Die sind nicht auf dem Trailer gewesen. Unglaublich. Ne? Nur die beweglichen Teile, wie diese Sachen, die nehmt er natürlich ab. Ne? Oh, da ist einer überfahren worden, sehe ich gerade. Wo ist der Murat? Ist er da? Sehen gar nicht. Murat! Er ist schon echt gruselig. Echt gruselig. Nicht schlecht. Das ist der Künstler selber. Als Bane verkleidet. Da fehlt jetzt nur die Maske. Tag auch. Das ist mein Künstler hier am Stand und er bildet die ganzen Autos. Wow, Respekt, Respekt, Respekt. Vielen Dank. Hallo. Hallo, hey. Ich heiße André. Murat. Ich komme noch mal extra bei dir hier. Wo hast du deine Werkstatt? Ich habe keine Werkstatt. Das ist rein theoretisch meine private Geschichte. Ach so. Ich selber arbeite bei Route 66. Ah. Beim Klaus Baumann, der die amerikanischen Auto macht. Echt? Bei dem Max zu sehen ist. Ja, nicht schlecht. Also seine Werkstatt ist zu Hause. Ja. Ne? Die Sache macht er zu Hause. Ne? Er macht die Teile richtig handgemacht. Jedes einzelne macht das selber und ein cooler Typ. Also absolut. Ein Unikum, sag ich immer. Ich werde da mal gleich meine Visitenkarte hinterlegen, damit man da mal nochmal. Machst du mal hier, zeig uns mal, wie man aussieht, wenn man raucht. Ja, genial. Ja, danke. Und wenn man es bis dahin nicht schafft, dann schafft man es vorne durch die. Ganz großer YouTuber. Unglaublich. Unglaublich. Ist wirklich cool, ne? Tolle Sache, echt. Ja, also ich habe gesagt, wenn das so ist, wie man mir das erzählt hat, ich kannte ihn vorher gar nicht und ich war selber jetzt total beeindruckt und meine Entscheidung war richtig. Die Leute haben einen Riesenspaß hier und der Stand ist von morgens bis abends voll und mehr braucht man nicht, wenn man sowas engagiert machen möchte. Ne? Absolut. Also. Das hat mit unserem Verkauf als Firma gar nichts zu tun. Das ist einfach mein Hobby, mit den Leuten so viel Spaß zu machen. Ne? Nicht schlecht. Ich muss mal ein Selfie mit dem Typen hier nochmal. Ja, mach mal. Das ist wirklich cool. Ne? Also, ich komme auf jeden Fall mal bei euch in die Werkstatt nächstes Jahr. Ja, ruf mich vorher an. Ich ruf dich an, gib dir gleich mal die Unterlagen. Geben, ne? Ja. Sag mir nur mal den Vornamen. Ich hab den Andreas. Andreas, ja, warte auch mit André und Andreas. Genau. Ja, genau. Es hat mich sehr gefreut, André. Ja, mich auch. Warte mal, ich drehe mal um, damit ich dich sehe. Zusammen. Ja.
Ne? Ja, cool. Einmal wackeln hier, geht mir schon aus der Hand. Hallo. Wir sagen Tschüss und Glück auf hier von der Motorshow Essen mit dem Andreas und mir. Alle aus dem Ruhrpott. Alle aus dem Ruhrpott hier Essen. Ja. Ich, Bottrop Oberhummer. Bottrop, ja, ist auch akzeptiert. Bottrop ist akzeptiert. Ne? Ist akzeptiert, ja. Ist ja Essener Norden. Ist ja mittendrin. Ja, natürlich. Aber ich wohne in Bochum. Wir sind Grenze Mühlheim. Ach ja, also, wir sind so ein bisschen raus aus der Ecke, aber. Ist ja perfekt. Ist ja perfekt. Genau. Dann viel Erfolg noch weiterhin auch mit deiner Firma. Ja, auch wenn du mal irgendwann in Rente gehst für deine Kinder. Ja, wird bald sein. Ich habe gerade einen Enkel mit 8 Monaten und ja, langsam fahre ich runter und jetzt engagiere ich mich da. Dann fährst du mit deinem Trike. André, lieben Dank. Gerne, danke fürs Interview. Immer gerne. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss, alle Mann.